Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Trash Course. Ihr seht's, Interview mit einem wundervollen Gast, diesmal zum Thema Egg on the Beach. Wir haben uns gedacht, wir greifen mal die Leute auf, die leider die Villa verlassen mussten. Mussten sogenannte Exit-Interviews. Wir können aber noch nicht sagen, ob wir es wirklich mit jedem machen. Aber auf Kimi, herzlich willkommen, Kimi, hatten wir. Ja, weil ich habe das Gefühl, als er ausgezogen ist, da war noch ein bisschen was, was nicht ganz so geklärt wurde. Vielleicht finden wir hier heraus, wie es weitergegangen ist. Ich denke, er darf noch nicht über alles sprechen, aber erstmal herzlich willkommen. Ja. Jo, was geht ab, Leute? Alles klar bei euch? Ja, und selbst? Ja, alles super. Immer doch. Immer Sehr doch. gut. Das klingt ja erstmal gut. Erstmal. Wir starten ganz normal mit den üblichen Fragen, was wir uns ja auch schon in den letzten beiden Besprechungen gefragt haben bezüglich dir und deiner Ex-Freundin. Wie kam die Teilnahme zustande? Wer wurde da zuerst angefragt? Wer war der oder die Ex, die dann eher dazu kam? Erzähl mal. Also ich glaube, die meisten haben es ja gecheckt, so in der ersten Folge. Ich war ja ein bisschen lost. Ich wusste gar nicht, wer was da gerade macht und bla bla bla, wer überhaupt ist. Deswegen war es halt so einfach, dass ja Ex on the Beach mich angeschrieben hat auf Instagram. Und ich habe jetzt mit Gabby nicht darüber geredet gehabt, aber wahrscheinlich, also logische Schlussfolgerung wäre ja dann, dass sie mich wahrscheinlich angegeben hat. So als Ex-Partner, die hat es da wahrscheinlich beworben, hat mich angegeben, haben irgendwie gedacht, okay, die Story ist vielleicht cool und haben mich halt angeschrieben. Dann habe ich halt auch relativ lange gezögert, muss ich auch sagen. Und dann habe ich mich halt am Ende doch entschieden, dass ich da mitmache. Und ja. Was waren da so deine Bedenken? Ja, meine Bedenken waren von vorne so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich bin ja relativ, man hat es, glaube ich, am Anfang gesehen, ich war ja, ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich hatte halt voll Schiss vor dem Ganzen. Ich hatte Schiss, dass ich irgendwie, ich bin halt ein Overthinker, wisst ihr? Ich habe Schiss gehabt, dass mich die Leute, wenn ich da reingehe, irgendwie falsch oder irgendwie ein falsches Bild von mir bekommen. Die Person, die ich gar nicht bin. Was jetzt, finde ich, sogar teilweise sogar so ist. Aber damit muss ich jetzt leben, weil jetzt bin ich in diesem Trash-TV-Game. Jetzt, so ist das Game, so wisst ihr, deswegen alles cool. Und ihr müsst wissen, Ex on the Beach war für mich erstes Mal Alkohol. Ich habe davon nie Alkohol getrunken. Das war für mich das allererste Mal. Was? Ja, wissen auch viele nicht. Das war diese Szene mit Paulina. Ja, so mal ein Trinken und ich so, ey, warte mal, ich trinke ja nicht mal. Weil das habe ich auch dem Team von RTL gesagt, ey, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Da habe ich gesagt, okay, komm, dann mache ich es jetzt mal hier das erste Mal. Aber ich war nie so wirklich drunk. Vielleicht einmal ein bisschen, aber sonst nie. Und ich trinke auch keinen Alkohol. Ich finde, das brennt im Hals. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, keine Ahnung. Ich bin ja generell so prinzipiell eine Person, die einfach ein bisschen braucht, um aufzutauen. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. So meine Prime-Phase war halt echt erst, als meine Ex gekommen ist. Da bin ich so ein bisschen aufgetaut. Und da bin ich aber auch direkt wieder rausgeflogen. So. Aber Ja, ja. bevor wir ins Detail gehen zu Gabriela, wären denn noch weitere Ex-Freundinnen von dir aufgetaucht? Ich habe ja nur zwei Ex-Freundinnen gehabt. Nur. Aber nee, ich habe von der gar kein Insta von meiner ersten Ex, das war auch nicht wirklich so lang und ich habe noch eine Affäre angegeben, ja, aber die würde das, glaube ich, auch niemals machen. Deswegen war es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass noch eine kommt. Deswegen war ich mir auch sehr, sehr sicher, wer mich da angegeben hat eigentlich. Also ich war eigentlich nicht überrascht. Klar, ich war so ein bisschen lost, als sie gekommen ist, weil ich habe irgendwie voll schlechte Augen, keine Ahnung. Aber ich habe das voll spät erkannt. Ich schwöre, ich habe das übel spät erkannt. Aber ja, ich habe mir schon denken können. Hast du dir denn die Situation mit ihr auch so ausgemalt? Also wusstest du, dass da noch so viel offen ist? Ich wusste, dass noch sehr, sehr viel offen ist, weil ich weiß halt, was nach der Beziehung noch alles passiert ist. Ich habe mich aber von ihr getrennt gehabt und danach war halt wirklich nur Terror. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich habe auch keine Lust drauf, weil sie kann Sachen behaupten, ich kann Sachen behaupten. Deswegen, ich lasse es einfach. Ihr habt es ja selber gesehen, dass einer sagt A, einer sagt B, wen ihr dann traut, dann ist es ja egal, ihr könnt euch eure eigene Meinung da bilden. Aber das halt dann, dass sie halt dann wirklich reinkommt und so viel Sachen von sich gibt, so auch Sachen, weil ihr wisst, ich war ja eh so überfordert mit der ganzen Situation. Erstes Mal TV, die kommt rein. Erwähnt irgendwelche Familien von mir namentlich, also meine Eltern, meine Freunde namentlich im TV. Und ich so, aller fuck, was, wenn die das ausstrahlen? So, was mache ich hier überhaupt? Deswegen war ich halt auch so wirklich angepisst in den Situationen, auch da mit dieser Geschichte, Live-Story und so, weil einfach so viel gesagt worden ist und so viel halt auch nicht gestimmt hat. Da habe ich mir halt einfach nur gedacht, okay, fuck, was passiert hier? Und das hat mich halt dann schon so ein bisschen getroffen, wisst ihr, weil ich denke mir so, okay, fuck, wie denken jetzt die Leute von mir, Also wenn hast die du das der glauben? Sorry. ja, alles gut. Also hast du eigentlich viel aus Panik auch reagiert? Das, was bei uns so Safe. ankam, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Abgebrüht. naja, abgebrüht und auch ein bisschen aggro, so wo man so dachte, was ist gerade bei dem Ja, Moment? das. Jeder schaukelt sich hier gerade hoch. Du hast halt auf jeden Fall Panik aufgrund der Namensnennungen von Familienmitgliedern, Freunden etc. Ja, gut, kann ich aber ganz gut nachvollziehen, Ja, ehrlich total, gesagt, wenn total, man da ja. neu
im Game ist. Bestand denn irgendwie noch die Chance, dass du sie zurücknimmst? Oder war das von Anfang an, dass es niemals passieren wird, egal was sie macht? Nee, das wäre echt egal. Also egal, was passiert wäre, ich würde mich niemals zurück für Gabi entscheiden. Das habe ich auch offen mit den ganzen Leuten auch kommuniziert. Ein Comeback gibt es für mich nicht, weil meiner Meinung nach, ich denke halt so, Ex bleibt für mich Ex. Es hatte seine Gründe, warum man sich getrennt hat und man will sich ja nicht so am selben Feuer verbrennen oder sich im Kreis drehen. So, das ist so meine Ansicht halt. Und es kommt dann auch zur Sprache, dass du kurz vor deiner Teilnahme ja eine Frau kennengelernt hast, die da zu Hause auf dich wartet. Willst du darauf nochmal näher eingehen? Weil es war ja auch noch nicht deine Frau, Gerne. sondern eine Kennenlernphase. Ja, gerne, gerne, weil das verstehen, ich bin ja auch manchmal so live auf TikTok, dann fragen mich Leute das immer noch, obwohl ich tausendmal schon was dazu gesagt habe auf Instagram. Aber es war halt so, die Gabi kam rein und hat so Sachen gesagt wie, ja, er darf nur Albaner daten, dies, das. Und danach habe ich halt so argumentiert, ich so, hä, was redest du? Du warst ja selber keine Albanerin, wir waren 3 Jahre zusammen, du hast meine Familie kennengelernt, du warst bei mir zu Hause, wir haben zusammen gefeiert. Und in meiner Kultur ist es schon sehr, sehr großes, wisst ihr, wenn du deine Frau oder deine Freunde zu dir nach Hause einlädst, ist das eine krasse Geste, also das ist nicht einfach so. Und deswegen, das war für mich einfach nur Bullshit, so was sie gesagt hat. Außerdem habe ich ich habe ja ein normales Leben noch vor der Sendung gehabt. Und da habe ich war ehrlich einfach. Ich dachte so, komm, ich bin einfach ehrlich, weil ich kann eh nicht lügen. Ich bin schlecht und sowas. Habe ich gesagt, okay, komm, ich sag jetzt einfach die Wahrheit. Ich habe vor der Show wirklich eine kennengelernt. Das war sogar in den Castings, die ich in Köln hatte, habe ich danach ein Date gehabt. Und das war diese Person. So. Mit der hatte ich ja meine Kennenlernphase, war auch ganz cool, ging auch sehr schnell alles. Und sie hat auch ein bisschen so meine Eltern kennengelernt. Sie war auch keine Albanerin, so, deswegen habe ich das als Argument benutzt. Aber zu dieser Person gibt es keine Ding, also kein Bezug mehr oder die gibt es halt nicht mehr, weil halt einfach, ja, jetzt halt viel passiert. Schau und so, ihr wisst selber, ist nicht so einfach. Und da hat man sich so selber gesagt, bevor man sich selber da verletzt, man lässt es. Wie beurteilst du jetzt trotzdem so deine Zeit da im Gesamten? Es war dein erstes Reality-Format, direkt auch Ex on the Beach. Hättest du dir im Nachhinein vielleicht lieber ein anderes Format gewünscht? Boah, ich sag's euch ehrlich, also am Anfang, ich habe mir ja gesagt, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, aber dann mit der Zeit, wirklich, ich habe die ganzen Leute da so eng an mein Herz gebunden, war eine sehr, sehr geile Erfahrung, einer meiner geilsten Erfahrungen, das ganze Team, RTL, meine Betreuerin, die Leute, die ich da kennengelernt habe, wie sie mit dir auch umgehen und so, das sehen viele nicht, da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, deswegen habe ich mich dafür auch nochmal sehr, sehr bedankt und ja, im Endeffekt sage ich wirklich, es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und ich würde auch wirklich gerne weitermachen. Also ich will auch weitermachen. Die Frage ist halt was. Ich muss gucken, was zu mir am besten passt. Ex on the Beach war sehr, sehr viel Drama, ja. Auch um einen herum, auch wenn es dich nicht betrifft, das hast du alles ein bisschen mitbekommen, mehr oder weniger. Deswegen war das schon für das erste Format sehr, sehr stressful, so wisst ihr. Aber war trotzdem sehr, sehr geil, weil ich finde auch dieser Cast, der gerade hier, also bei Ex on the Beach 4 ist, so, so geil. Also ich habe mich wohlgefühlt mit den Leuten. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Da ist auf jeden Fall viel Feuer gerade drin im Cast. Safe. Wie beurteilst du denn jetzt zum Beispiel das Verhalten von den anderen? Man merkt ja bei Paulina und Carina, wird jetzt viel wieder aufgekocht, was anscheinend damals noch nicht so richtig geklärt werden konnte. Würdest du dich da auf irgendeine Seite stellen oder hast du da eine Meinung zu? Ich sag euch ehrlich, da an dem Tag, als meine Ex da drin war und wir halt diesen Streit hatten, habe ich nicht so viel mitbekommen, weil es mich nicht wirklich gejuckt hat. Aber ich bin generell so eine Person. Ich hasse so Streit, deswegen war ich auch so eher neutral. Auf das Ganze, ich sage jetzt nicht Team Paulina, Team Carina, sind beide cool zu mir, deswegen bin ich beide cool zu denen. Ihre Streitigkeiten müssen sie dann selber klären. Klar, Aktionen, die gebracht haben, vereinzelt finde ich auch nicht gut. Es ist einfach so, aber ich stelle mich jetzt nicht auf eine Seite und sage, ey, ich bin Team Paulina, deswegen hasse ich Team Carina. Oder andersrum. Auch immer Und gut. also du sagst ja so, der Startcast generell hat dir sehr den Rücken gestärkt. Und wer war aber jetzt so deine absolute Bezugsperson? War es am Ende sogar Roman, weil er auch neu war oder jemand ganz anderes? Ja, hundertprozentig Roman, auf jeden Fall. Deswegen nochmal Grüße an meinen Bro-Man. Wir waren so gleich, wir waren neu dort in dem Game und ich glaube, man hat es auch ganz gut gesehen, als ich abgewählt worden bin, so seine Reaktion, er hat mich direkt umarmt und so. Und das sind so Sachen, die mir einfach so das Menschliche zeigen und sagen, okay, er fühlt auch was für mich. Deswegen, ich bin ja auch mit ihm im Kontakt. Ich habe sogar, bevor wir jetzt gerade angefangen mit ihm nochmal telefoniert, habe gesagt, ey, ich bin jetzt bei Trashcast, beim Interview, das ist das. Und es ist wirklich so ein lieber, lieber Mensch. Ich will mich auch mit dem treffen, privat und so, deswegen. Schön. Oh Mann, auf jeden Fall. Immer schön. Man merkt ja immer, dass wenn Leute an einer Show teilnehmen, dass sie direkt in diese Reality-TV-Bubble reinrutschen. Hast du auch schon das Gefühl, du bist da drin gelandet, so mit Kontakt zu anderen Leuten aus anderen Shows? Michelle. Ja, vielleicht auf ein paar gewisse Namen ein, die du kennengelernt hast. Ja, safe.
Safe, auf jeden Fall. Also man knüpft Kontakte, das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Und ich sag's euch auch ehrlich, ich habe so spaßhalber mal so predicted am Anfang, ey, so ich mich juckt ja dieses Fame und es juckt mich nicht. Ich habe nur so just for fun und so gesagt, ey, ich glaube, ich krieg so meine 6, 7K. Weil, keine Ahnung, Jungs kommen ja im Endeffekt, finde ich, immer ein bisschen schlechter raus als Mädchen. Mädchen kriegen ja mehr Aufsehen bei sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Ist ja immer so dieses Instagram, TikTok und so alles, ihr wisst ja. Aber jetzt habe ich mittlerweile 16.000 Leute, die mir folgen und das hätte ich niemals gedacht. Und naja, man connectet auf jeden Fall mit Leuten. Und das finde ich cool. Und da wird auch in Zukunft was kommen. Ich habe jetzt auch die Tage noch was vor. Aber darf ich jetzt noch nicht sagen. Aber Okay. deswegen, ich habe auf jeden Fall mit einigen connected. Deswegen sehr, sehr geil. Deswegen bin ich auch dankbar. Danke, Gab, dass du mich angemeldet hast. Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Gap zurückkommen. Und zwar gab es ja die Ex or Next Entscheidung. Du hattest auf mich zumindest da den Eindruck gemacht, so dass du es erstmal gar nicht nachvollziehen kannst. Und man als Zuschauer sitzt man auf der Couch und denkt sich so, Kimi, als ob du jemals anders entscheiden würdest. Aber jetzt haben wir dich ja hier sitzen. Deswegen die direkte Frage. Warum genau hat es dich so getroffen und hättest du anders entschieden, wenn es deine Entscheidung gewesen wäre? Also ich muss halt vieles auch auf Dominik leider beziehen. Ich glaube, wie gesagt, ich habe es euch ja vorhin erwähnt gehabt oder mit euch erzählt gehabt. Gabi und ich hatten echt sehr, sehr, sehr gute Gespräche und einfach so vielleicht auch als Geste, so als okay, komm, wir könnten vielleicht da, weißt du, weil ich glaube, es gab diese Situation schon mal. Man muss sich ja nicht für jemanden entscheiden oder gegen entscheiden, mit dem du nicht zusammenkommst. Man kann ihn ja auch drin lassen. Ich glaube, diese Situation gab es schon mal, ich weiß nicht. Aber der Hauptgrund, warum ich wirklich so reagiert habe, war wirklich, ich habe mal halt emotional gehandelt. Wir hatten einen Tag davor diesen krassen Streit, sage ich mal. Wirklich, da ist wirklich viel gesagt worden, passiert. Dann noch das eine mit dem Dominik, weil ich finde, man hat halt ein bisschen gesehen, was er halt da so macht in der Show, wie er so, also seine Masche halt ist, ne? Und da hätte ich so lieber empfunden, okay, gerade nach unseren Gesprächen, die wir hatten, entscheide dich doch für den. Also ich weiß ja nicht, was jetzt noch passiert, oder ich darf es halt nicht sagen, aber wieso entscheidest du dich für den? So, hä? Du hast ja gesehen, was deine Masche ist. Und ja, und ich sag's euch auch ehrlich, was mich ein bisschen abgefuckt hat, war dieses bisschen Überreagieren von ihr, so dieses Weinen ohne Tränen und so, ist ja, das war ein bisschen too much. Ich will jetzt niemanden judgen, vielleicht hat die wirklich so einen Zusammenbruch erhalten, wie sie es gesagt hat, aber ich weiß nicht. Also das war mir einfach zu viel. Und ich habe mich ja auch von ihr ganz normal am Ende, wie heißt es, verabschiedet. Ich habe sie ja umarmt. Das haben ja viele dann nicht mehr gesehen, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es so reingeschnitten worden ist. Ja, Hab's also gerade es nicht im Kopf. war drin, aber es war wirklich eher so, okay, weg. Ja, klar. Es war halt, ich habe halt emotional gehandelt. Ich sag's euch ehrlich. Klar, vielleicht war es nicht gut, aber ich finde, viele Leute vergessen halt auch irgendwie. Ich habe es jetzt gerade so im Gefühl, dass viele vergessen, was ist eigentlich letzte Woche passiert. So diese ganzen Sachen, die sie gemacht hat, die sind doch viel, viel schlimmer. So dieses Bodyshaming, dieses, ich will es jetzt auch, ihr müsst es auch nicht reinschneiden, aber ich sage jetzt euch so dieses Bodyshaming, dieses Beleidigen, dieses Lügen verbreiten. Was hat sie da noch erzählt? Ihr wisst ja selber, was alles passiert ist. Das sind, finde ich, Themen, die einfach viel, viel schlimmer sind wie das, was ich gemacht habe. Nur weil ich jetzt ein bisschen emotional reagiert habe. Aber dann tun Leute so direkt judgen, oh, der ist toxisch, der ist toxisch. Nein, Mann, bin ich nicht. Nee, toxisch. Aber so ist das Game. Das ist halt das Ding. Also die Sendung heißt halt Ex on the Beach. Und wenn die Frage ist, mit wem siehst du dich hier noch, man kann jetzt im Nachhinein voll nachvollziehen, wenn du sagst, ey, du hättest irgendwie als einfach guten Move und als Friedensmove empfunden, wenn Genau. man Ja, du sagt, hast es gut gesagt gerade. bleib drin. Aber das Game ist halt eigentlich ein anderes, wo dann halt, wenn nichts mehr mit dem Ex ist, Und die naja, Entscheidung ist natürlich Abmarsch. immer hart. Ja. Also sie Ja, hätte safe. einen getan, hätte sie Dominik rausgeschmissen, kann ich jetzt mal so Definitiv. sagen, weil das, was seitdem passiert ist, ist ja auch einfach nur Na, Abmarsch. Quatsch. Aber ich wollte vielleicht nochmal darauf hinaus, dass du, dass ihre Reaktion etwas übertrieben fandest. Kann es vielleicht auch sein, dass sie dich oder eure Stresssituation genutzt hat für ihren Fame sozusagen? Würdest du das so beurteilen oder wie siehst du das? Ist es eher so gewesen, dass dort richtig was zu klären war? Ich sag's euch ehrlich, ich will mich eigentlich dazu nicht beziehen. Das sollte sich jeder so selber reininterpretieren, wie er will, weil am Ende heißt dann wieder, am Ende werden wieder Instagram-Videos gegen mich gemacht, super random, deswegen gar keinen Bock drauf. Aber ja, ich sehe es halt wirklich so, dass es halt einfach ein bisschen zu viel war einfach. Ne? Also sie hat klar die Situation dann auch genutzt und ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach, aber sollte sich jeder trotzdem denken, was er will. Wenn die Leute denken, ich war irgendwie im Unrecht, dann ist halt so. Und würdest du sagen, das Projekt Ex on the Beach hat dir und Gabriela nun geholfen oder euch weitergebracht oder hat es eher mehr aufgewirbelt? Nee, also hat leider, leider nichts gebracht. Wir sind ja reingekommen und es gab ja den dicksten Krieg. Dann gab es einen Tag mal oder einen halben Tag lang echt Frieden. Und jetzt halt, sobald halt Social Media ist ja dann, hat ja jetzt angefangen, du hast ja gesehen, ihr folgt ja wahrscheinlich da auch, weil ich habe es ja auf Blog, deswegen ich weiß nicht, was ich gepostet.
Aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen und der Krieg geht hier halt weiter. Und wenn die halt immer noch in diversen Lives und weiß ich was, irgendwie Chats von mir veröffentlicht, was eh nicht erlaubt ist, oder meine Familie immer noch namentlich erwähnt oder Sachen rausbringt, wie zum Beispiel, was für Autos ich fahre und so weiter, weißt du, das zeigt mir dann so, okay, mit der Person kann ich keinen Frieden schließen, nie im Leben. Und das sind einfach so Sachen, die den Bogen dann im Endeffekt einfach für mich überspannen. Und ja, deswegen Frieden wirst du mit der Person nicht geben. Auf gar keinen Fall. Vielleicht dann immer Auch wenn ganz, ich mir gewünscht hätte. wenn einer Person das so klar ist und man sich dann halt wirklich zurückzieht und auch gar nicht mehr reagiert, dann kann sich die andere Seite vielleicht auch ein bisschen Können wir immer nur runterfahren. empfehlen bei dem, was wir sehen, weil ja, so ein Streit, wie soll der enden, wenn beide Ja, damit kämpfen? genau. Also, Ja, Feuer mit aber Feuer. ja. machst du es jetzt nicht wirklich verkehrt. Vielleicht sprechen wir auch noch mit Gabriela und die erzählt uns auch wieder was ganz anderes. Wir wissen ja nicht, was du Ja. verheimlichst, aber das ist ja der Mist. Wir gucken ja nur in manche Momente rein und können das Gesamtding gar nicht begreifen. Gerade schon gesagt, du hast jetzt schon ein bisschen Blut geleckt und bist auch gut connected jetzt in der Reality-TV-Welt. Welche Formate kannst du dir jetzt so an sich vorstellen? Du hast vorhin schon gesagt, du bist noch am Ausloten, was so zu dir passen würde. Ich schmeiße jetzt mal Are You the One in den Raum oder was haben wir noch so? Temptation, na, In da der brauche ich jetzt keine Verführer? Beziehung. Siehst du dich in der Verführerrolle vielleicht bei Temptation Island? Ja, also ich hab auf beides irgendwie Bock. Are You the One oder Temptation als Verführer wäre beides, glaube ich, ganz cool. Das Ding ist ja jetzt, ich bin ja dann in diesem VIP-Ding wahrscheinlich dann, ne? Weil ich bin ja jetzt schon mal im Fernsehen gewesen. Kommt drauf an. Da gab es Das schon unterschiedliche ja, Varianten. das stimmt. Echt? Das ist Okay. aber ganz Ja, schlecht. ich hätte auf jeden Fall, ich habe Bock, safe. Also wenn, vor allem, ich kriege ja auch sehr, sehr viele Nachrichten, wo ich auch sehr, sehr viel Liebe bekomme. Das sehen ja viele nicht, aber ich sehe sie. Und deswegen, wenn ich positives Feedback bekomme, dann ist es ja ein Zeichen für mich, wo ich sage, okay, mach weiter, weil es gibt Leute, die dich da wirklich supporten. Und es gibt Leute die auch draußen, die mit mir Bilder machen. So, das hätte ich niemals gedacht. So, ich denke mir so, wow, okay, wer bin ich so, wisst ihr? Und was sagt da deine Family dazu? Also sagen die go for it oder? Ja, ich bin mit meiner Family gerade so, ich liebe meine Fam. Aber ich bin mit denen gerade so ein bisschen, ich will nicht mit denen die ganze Zeit so rausgehen, weil am Ende sehen mich Leute und dann, wisst ihr, ich will nicht so in die Öffentlichkeit mit meiner Familie Okay. gehen, einfach so prinzipiell. Aber so, ich habe ja einen Bruder und so und der supportet mich da auf jeden Fall. Zwilling, by the way, sogar. Oh, da wollen wir Ja, es mal. gibt zwei von mir. Es gibt zwei von mir, Hey, ein Eich deswegen. oder zwei Eich? Ja, zwei eigentlich. Also wir sehen es schon sehr, sehr unterschiedlich. Und sind auch sehr unterschiedlich. Der wird sowas zum Beispiel niemals machen. Er schaut sowas, ja, aber er schaut mehr Trashy wie ich und ich bin bei Ex on the Beach, überleg mal. Schlecht, was hier so alles rauskommt. Bevor wir hier Ja. zumachen, gibt es noch was, was dir auf der Seele brennt, was du zu dem ganzen Thema loswerden möchtest, dass du vielleicht auch ein bisschen besser abschließen kannst, sage ich mal, mit dem Kapitel? Boah, schwierig. Ich bin ja nicht so der Beste vor der Kamera, deswegen keine Ahnung. Also ich glaube, die Leute haben mich jetzt kennengelernt oder konnten mich jetzt ein bisschen kennenlernen. Ich hoffe, ich habe ein gutes Bild hinterlassen. Und wie gesagt, was ich halt auch in, glaube bei dem Abschiedsvideo gesagt habe, ist, glaubt nicht immer gleich, was ihr denkt oder was ihr seht. So, es gibt immer zwei Parteien. Und macht euch erstmal euer eigenes Bild und handelt oder urteilt nicht zu schnell. Und ja, mehr kann ich zu euch nicht sagen. Hier nochmal auch der Aufruf an unsere Community. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und einen Kommentar. Und bei dem Kommentar, Kritik darf geäußert werden, sachlich und in einem ordentlichen Ton. Und ansonsten ganz viel Liebe. Ihr seht ja nochmal Kimmys Instagram. Hier? Auf der Höhe Boah. ungefähr? Der, nein, Okay. bei Wenn es Kimmy. hier nicht passt, dann auf alle Fälle in den erkennt. Bei Kimmy. Also ihr seht es auf jeden Fall. Folgt ihm gerne. Stark. Vielleicht auch noch mal bessere Einblicke. Und verpasst nichts. Verpasst nichts, genau. Und dann bedanken wir uns auf alle Fälle an dieser Stelle für die Auskunft und wünschen dir weiterhin viel Glück für die Ausstrahlung. Wer weiß, was kommt. Wir danken dir für deine Zeit Genau. und deine Offenheit. Und ich denke mal nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir dich jetzt hier vielleicht nochmal in einer Interviewsituation Ja, gesehen wir haben. drücken die Daumen, dass es das wird mit der Karriere. Dankeschön, Super. Dankeschön. Ich bedanke mich auch nochmal, ne? Gerne, gerne. Dann an dieser Stelle Tschüssi und goodbye. Und? Achso, seid so, wie ihr bleibt. Ey.